Was hast du denn plötzlich, Turner? Schiss, die Fische zu verlieren? Nein, hat er nicht. Er hat vor nichts und niemandem Angst. Er wird dich punkt 8 Uhr morgen früh auf dem Spielplatz erwarten. Ja, wie sie gesagt hat. Gut, erst gewinne ich die Fische, dann brate ich sie und dann esse ich sie. Richterliche Anordnung. Super angsteinflößendes Pink-Stirnband. Was sagst du denn zu meinem Outfit? Ein Kettengürtel? Hast du auch Karate gelernt? Ich lehre es. Können wir jetzt anfangen? Ich habe 2 Prügeleien, 3 Knüppeltermine und eine Einschüchterung heute Morgen. Und ich will früh zum Mittagessen. Ich esse heute Fisch. Wegen dir bin ich obdachlos. Du hast mir die Würde genommen. Und jetzt nehme ich endlich Rache an dir. Hi! Gib mir eine Minute. Was ist denn los? Naja, wir kommen da in schwerwiegenden Konflikt mit den Regeln. Was? Zeig mal her. Das sind nicht die Regeln, das ist nur das dämliche Kung-Fu-Buch. Na und? Das sind die Regeln für Kung-Fu. Und Regel Nummer 1 besagt, dass Kung-Fu immer defensiv angewendet werden muss. Niemals aus Rachegelüsten. Was? Heißt das, ich kann nicht kämpfen? Und dass Francis euch beide dann auch noch bekommt? Ehrlich gesagt sind seine Ansprüche rechtens, weil er dir eine Abreibung verpassen wird. Timmy, nein! Erst grillt er dich, dann frisst er dich! Ihr denkt, ich schaffe es nicht? Ich glaub an dich, Timmy! Ich glaube fest daran, dass du alles kannst! Hast du jetzt Turners öffentliche Vermarktung übernommen? Wie nett! Dann kriegst du jetzt was auf die Glocke! Du schlägst Mädchen? Das liegt mir im Blut! So beknackt sie auch sein mag, sie ist die Einzige, die an mich glaubt und... Ich lasse nicht zu, dass du ihr wehtust! Hi-ya! Hey, Zaubergürtel und Zauberstirnband funktionieren wieder! Weil du jetzt kämpfst, um Trudy zu beschützen und eben nicht mehr, um Francis zu verletzen. Ja, Schlupflöcher sind klasse! Ja, hier Francis. Sag dem Kerl auf der Müllhalde, ich muss die Schlägerei absagen. Hab was zu erledigen. Lass uns tanzen! Ah!